Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Ich grüße euch. So, okay. Güterschifffahrt 1 hat einen Haufen Stahl im Angebot. Ich weiß nicht ganz, ob das ausreichend ist, was wir hier laufen lassen, weil da könnte, glaube ich, noch mehr gehen. Wobei, warte mal kurz. Wenn wir das noch mehr überfrachten, ich weiß halt nicht, ob das gut ist, ne? Weil die Linie... Die haben hier schon ein paar Stellen, wo sie ausweichen können. Das ist jetzt gar nicht das Thema, ne? Wir könnten höchstens mal schauen, dass wir das noch ein bisschen aufrüsten. Aber da haben wir ein Fahrzeug im Weg. Dann könnten hier parallel... Wobei, könnten sie auch nicht. Dann könnten auch nicht, kann auch immer nur von der Route einer rein. Also das... nimmt sich dann auch tatsächlich nicht viel. Wir könnten höchstens sagen, das sollst du mal kurz aktualisieren, damit der eine alte auf der Linie auch wegfliegt. Weiß ich noch nicht ganz, ob mir das so taugt. Die brauchen halt ewig, um da reinzufahren, ne? Also das geht nicht so von jetzt auf gleich rein. Da muss er stehen bleiben, dann rudert er wieder weiter. Macht sich auch nicht ganz voll, also das war auch nicht so ganz günstig. Okay. Hab gedacht, das geht ein Ticken schneller. Ja, die Nachschubbewertung ist natürlich Katastrophe, sind wir uns ehrlich, ne? Schauen wir mal Stein. Nee, warte mal, hier oben. Noch mehr Potenzial. Wie viel Potenzial hast du denn? Nicht viel. Doch der Tonner hier. Das war der Tonner mit den Fahrzeugen, die nicht upgraden wollten, weil die zu jung sind. Gucken wir mal schnell. Er will immer noch nicht. Ich kann bloß nicht... Ich will die bloß nicht auf dem Update-Level lassen. Die nehmen sich halt immer so viel mit, dass halt mal so ein Fahrzeug halbwegs voll wird oder zumindest ein bisschen was draufkriegt. Aber mehr bringt der halt auch nicht ran, weil das Potenzial wäre theoretisch ja da. Und die kommen ja auch wirklich schnell. Dann sammelt er wieder alles ein. Ja, das ist quatschig, oder? Einen warte ich jetzt nochmal ab. Vielleicht machen sie das jetzt ja noch, aber ich glaube es ja alles nicht, ne? Lassen wir so weiterlaufen. Die machen ja ganz gut Gewinn. Wir haben ja auch schon die erste Milliarde fast drin. Linie, das läuft. Hier unten, das haben wir noch nicht ganz in den Griff bekommen, aber es schaut zumindest schon mal so halbwegs ganz gut aus. Es wird auf jeden Fall jetzt mehr Treibstoff abgeliefert, der dann hier, Lack of Doom, Autosave. So, der wird hier nämlich oben zwischen gelagert und ihr seht schon, hier wartet natürlich die blanke Masse auf das Ganze hier. Könnte man natürlich genau das gleiche hier nochmal machen, dass wir sagen, okay, pass auf, wenn wir hier das schon gemacht haben, machen wir es doch nach untenwärts auch nochmal, dass wir wenigstens den Treibstoff Richtung Süden bekommen. Dann müsste ich bloß nochmal ein Fahrzeug hier drauf jagen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, meine Lieben. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das könnten wir so rüber lösen, dass wir zum Beispiel sagen, dass wir ein Fahrzeug Richtung Hafen runterfahren lassen und dann wirklich mal eine Zuglinie nach Gronau bauen. Das haben sich auch wahnsinnig viele von euch gewünscht gehabt. Kann ich auch nachvollziehen. Ich verstehe das auch, dass ihr da ziemlich dahinter seid. Pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir kaufen jetzt, da ist nochmal ein Zug drauf. Es wird bloß alles immer mehr in Panik, wenn wir da unten dann nochmal einen Querverkehr draufpacken. Müssen wir mal gucken. So. Also, wir gucken jetzt mal, was steht hier rum? Was muss weg? Also, es muss weg. Erster Linie. In erster Linie muss weg. Haben wir hier unten den Zug? Okay. In erster Linie muss hauptsächlich hier Treibstoff weg. Okay, das heißt, wir haben hauptsächlich Treibstoff. Das heißt, wir machen jetzt mal einen Zehner. 2, 4, 6, 8, 10. Getreide und Lebensmittel kommen hier 20 rein. Hier auch 20. So, da könnte man durchmischen. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5,
einer zu viel. Also einen möchte ich weniger dranhängen. Und dann lassen wir den Kumpel hier, der hat 150-80, das passt schon mal ganz gut. Und der fährt uns jetzt auf der Hafenlinie, hilft er uns noch ein bisschen. Ich hoffe, dass das irgendwie da durchgeht. Also ich hoffe, wir haben hier wirklich einen Hardcore-Takt. Also hier steht quasi fast immer ein Zug drin. Weil hier ist wirklich, wirklich, wirklich viel los. Jetzt machen wir Folgendes, um das ganze Ding nochmal ein bisschen zu entstressen. Wir bauen hier oben auf der Brücke, bauen wir noch ein Signal drauf. Ich weiß, das könnte jetzt im blödsten Falle den Zug wieder zerscheppern. Zumindest vom, zumindest von den Richtungen her. Aber dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit, einen Zug mehr drauf zu lassen. Und hier unten bauen wir auch nochmal einen drauf, weil hier wird dann irgendwann später sowieso die Abzweigung sein. So. Weil dann können die nämlich ein bisschen besser fahren. Ein bisschen mehr am Limit fahren und müssen nicht auf mehrere Zeichen abwarten. Jetzt gucken wir, hier fährt der nächste durch. Also hier ganz ehrlich, meine Lieben, wie gesagt, das ist hier der Staubereich der Hölle. Hier sind schon Menschen gestorben, verdurstet quasi auf dem Weg Richtung Arbeitsstelle. Weil hier kommen echt nur ein paar Autos durch und schwuppdiwupp kommt schon wieder die nächste Bahn, die hier durchscheppert. Also das ist hier schon echt Hölle. Dummerweise halten die halt auch noch da, bis Weg frei wird. Also das ist echt schwierig. Jetzt gucke ich gerade mal. Hier müsste eigentlich der nächste andere, da kommt er schon. Der müsste auch hier irgendwo spätestens mal warten. Zum Glück reicht das von der Länge her auch noch aus. Da ist er schon. Unser Bester. Da steht er. Ich mag unseren neuen. Er ist irgendwie schön. Schön, den ganzen Öler da dran. Hier den ganzen Öler. Und ganz hinten hat er noch ein bisschen was für Getreide. Dabei. Aber jetzt haben wir hier drinnen gerade... Ist ein bisschen stauig, oder? Kommt mir das jetzt nur so vor? Wir könnten natürlich jetzt Folgendes machen. Und zwar hier zum Beispiel noch ein Signal. Aber jetzt komme ich irgendwie auf die andere Seite vom Signalbereich nicht. Ich hoffe, das ist noch lang genug in die Kurve rein. Aber da haben wir jetzt auf jeden Fall nochmal einen Ticken weiter Fahrt. Ja, dann kann der nächste nämlich auch schon wieder weiterfahren. Der kommt jetzt rein, dann muss der hier halten. Das ist okay. Ich habe Hoffnung, meine Lieben. Vielleicht hätten wir es ein bisschen weiter runterbauen sollen. Ich weiß es noch nicht. Der wartet jetzt hier erstmal. Das ist leider auch der, den ich gerade bräuchte, weil da hier einer kommt. Okay. Ist ein Wort. Jetzt kommt der hier rein, hoffe ich. Schaue ich mal ganz kurz, wie viele von 2, 4 müsste hinten dran haben. Ah, nee, der fährt gleich in da runter. Okay. Nee, Quatsch, da muss da reinfahren. Da ist er. Ja, der kommt da fast hier rein. Also da hat er genau die Länge eigentlich. So, der nimmt natürlich jetzt auch wieder wenig mit, ist ja logisch. Wobei, was heißt wenig, ne? Der nimmt auch kein Rohöl mit. Warum hat er jetzt keine... Kam das jetzt erst? Ja gut, das werden wir sehen. Normalerweise müsste der Bedarf jetzt nach unten runterschießen und dann müsste das spätestens hier erkennbar sein, dass wir da ein Problemchen haben. Theoretisch. Praktisch müssen wir mal gucken. Ich würde jetzt am liebsten hier, also jetzt mal ganz abseits dessen, dass wir ja immer noch ein Güterterminal hier haben mit Flugzeugen, die seit 100 Jahren nicht funktionieren. Und uns 16,3 Millionen Minus bescheren. Ich habe jetzt noch eine letzte Hoffnung für diese Linie.
meine letzte Hoffnung für diese Linie. Dass, wenn wir das hier ein bisschen verlegen, dass es dann nicht ganz so doof ist. Warte mal kurz. Hoch. So. Machen wir die Kante hier mal wieder weg. Dann ist das auch schon fast Schnee von gestern. Okay. Wenn das jetzt immer noch nicht funktioniert, dann muss ich echt passen. Dann haben wir hier wirklich keine Chance. Zumindest funktioniert dann der Mod noch nicht so, wie ich ihn haben möchte. Auch wenn hier steht Güter, es ist halt, ne, es ist halt so einer. Nicht so einer, wenn ihr versteht, was ich meine. Und der hier oben, den checken wir auch nochmal kurz. Das wäre natürlich die schönste Variante, schieb's einfach mit der Luftfracht hier rüber. Okay, im Zweifel reißen wir diese ganzen Linien einfach ab und verkaufen die ganze Linie raus. Und dann schiebt man das alles über den Zugverkehr hier noch mit rüber. Das könnte ja quasi an der Linie hier langlaufen. An unserer Highspeed-Linie könnte das quasi direkt angeschlossen sein. Geht dann aber hier auf die andere Seite, auf die Seite hier rüber. Und muss dann hier irgendwie, es muss auf jeden Fall, keine Ahnung, vielleicht hier rüber, ne? Dass wir hier den, oh, das machen wir jetzt gleich, komm. Wir machen Folgendes. Ich weiß, ihr würdet das mit Sicherheit genauso gerne sehen wie ich. Ihr würdet das mit Sicherheit genauso gerne sehen, wie das funktioniert wie ich. Aber sind wir mal ehrlich, wir können da jetzt noch 100 Jahre rumtesten. Zumindest funktioniert es im Augenblick gerade nicht. Die ganzen Flieger gehen alle nach Hause. Das kann jetzt eine Zeit lang dauern, bis die dahin fliegen, wo sie hin sollen. Im Übrigen wollte ich mal ganz kurz die anderen Linien mir auch mal anschauen. Hier haben wir zum Beispiel einen 8 Millionen. Der funktioniert fast ganz wunderbar. Aber die großen hier, die funktionieren auch leider nicht. Die sind auch zu klein, zu groß im Verhältnis. Da könnte man natürlich auch einen Airbus drauf aktualisieren. Dann wird es vielleicht nicht ganz so teuer werden. So, wie schaut es jetzt hier aus? Hier kommt keiner mehr rein. Okay, dann pass auf. Dann machen wir die nächste Runde. Und zwar... Ihr geht alle nach Hause. So. Ist natürlich jetzt ekelhaft. Ekelhaft! Aber dafür können wir natürlich jetzt hergehen und zum Beispiel sagen, wir rüsten den noch weiter auf. Nee, können wir nicht. Da fehlt uns hier leider ein bisschen der Abtrieb. Da könnte man nämlich hier einen doppelten Landeplatz schaffen. Start- und Landebahn mal 2 quasi. Dann müsste aber quasi diese Ecke hier abgesenkt werden. Gefällt mir gerade noch nicht so. Das ist natürlich jetzt saublöd, dass wir das hier alles... Da können wir jetzt die nächsten 100 Jahre verbringen, die Planierungen hier zu machen. Da wünschte ich mir eigentlich auch fast nochmal so ein größeres Tool, weißt du? Das kannst du so schon machen, aber das dauert halt ewig, ne? Und da wünschte ich, wenn da Urban Games nochmal hergeht und sagt, hey, pass auf, hier ist das Planungstool Mark 2, bietet dir 5000 verschiedene Funktionen, dann sitzen wahrscheinlich die jetzt gerade da und denken sich, was, der Irre? Froh gewesen, dass das funktioniert und jetzt will der mehr. Er will immer mehr. Oh, und dann sage ich, ja, mehr. Gib mir. Ja, aber so ein Planungstool, so ein bisschen cooleres Planungstool wäre schon... Ja. Weil ihr wisst ja auch, ihr macht das ja auch so, ihr wollt ja auch bessere Planungen oder bessere Optik schaffen. Aber mit der Pinselstärke oder mit der Breite kommst du halt gewiss halt auch kein Blumentopf, ne? Besser will ich es jetzt auch nicht machen, ehrlich gesagt. So, das Ding reißen wir hier auch noch weg.
Schön war die Zeit, meine Lieben. Schön war die Zeit. So. Das machen wir auch wenigstens ein bisschen hübscher. Wenn wir das, wie gesagt, nicht ganz hinbekommen. Aber vielleicht so ein bisschen upgraden. So, wie schaut es bei euch aus? Versuchen wir, Steine anzuliefern. Steine scheinen hier wohl wirklich gerade ein Riesenproblem zu sein. Wobei, wir haben ja eine große einen recht großen Steinzubringer. So, dann lass mal gucken. Du kommst jetzt von hier. Warum ist die Produktion hier so schäbig? Warum ist die Produktion hier zu schäbig? Das Potenzial ist ja, weil so viel im Lager ist, ne? Hm. Ne, das ist das falsche Depot dafür. Ich habe jetzt mal eine blöde Idee. Ihr hasst mich jetzt schon. Go, 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 go! So. Gucken wir mal, wie die Steine jetzt sind. 20 aktuell. Gucken wir mal, ob die Produktion jetzt hochgeht. Im Lager ist natürlich noch ein Haufen. Ja? Da ist jetzt wirklich viel. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Im Übrigen, bevor der jetzt richtig eskaliert, möchte ich mal ganz kurz hier upgraden. Gucken wir mal. Hier, ihr seht schon, hier werden die Steine reingeladen. Zum multifunktionellen Gerät. So. Wir haben wahrscheinlich den Stauder des Übels hier erzeugt. Hier ist ein Stahlwerk und Walbertskirchen gibt es gerade ein bisschen Lagerschwierigkeiten. So. Also normalerweise sollte da jetzt deutlich mehr gehen. Wobei die hier natürlich auch zur Hälfte in die andere Richtung fahren. Also sind wir mal ehrlich, das ist natürlich klar, dass da schwierig wird. Na, wobei. Schwierig ist relativ, ne? Gucken wir mal. Immer noch 116 im Lager aktuell. 204 ist momentan das Potenzial. Also wir sind da schon mal deutlich gestiegen. So, die erste Milliarde ist im Kasten. 1,1 Milliarden aktuell im Konto. Kann man jetzt so nicht weiter was zu sagen, ne? Also es ist jetzt echt okay. So, jetzt müssen wir das bloß natürlich noch nicht verprassen, so wie ich das gerne mache. Schaut mal her, das ist einer der schlechtesten Zustände überhaupt. Der steigert natürlich seine Produktion ständig, wobei wir natürlich jetzt auch ständig was mitnehmen. Das heißt, eigentlich müsste diese Lagerblockade, die wir hier haben, müsste jetzt eigentlich deutlich wegkommen. Das heißt, ja, zwar viel im Lager, aber es müsste ja eigentlich auch zack, 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 hier rüber gehen, weißt du? Tut's auch irgendwie. Zumindest steigt die Produktion hier gerade echt an. Weil dann kriegen wir nämlich endlich mal ein bisschen mehr Steine hier rum. Hier steigt die Produktion auch durch die Decke. Der müsste jetzt nämlich richtig viel mehr produzieren. Ihr seht schon, der kämpft gerade sich auf 8, auf 10 jetzt. 12 haben wir gleich, 14. Ja, das ist sehr schön. Er bräuchte natürlich jetzt noch viel, viel mehr. Um noch mehr Ziegel hier reinzubekommen, damit würden wir natürlich auch nochmal gleichzeitig unseren Hafen hier noch ein bisschen aufbauen. Der hat jetzt aktuell 100 Baumaterial. Der freut sich natürlich immer, wenn so ein Schiffchen kommt, ja, und der mit 150 Einheiten Baumaterial gleich weiterfahren darf. So. Ja, er kriegt sich schon wieder ein hier. Schau her. Der kriegt sich schon wieder ein.
Und meine Lieben, wir kriegen uns auch ein, aber erst in der nächsten Folge, wenn ihr so möchtet. So, also bis dahin, habt eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, meine Freunde. Euer Zwerg, auf ZwergTube. Tschüss.